Ihr wollt wissen, warum ich hier einfach Löcher in den Boden baller? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen... Das war ein Wirderschwenk. Hier unten weitermachen. Bei dem Zeug. Da wollen wir uns um die Anschlüsse kümmern. Also zumindest möchte ich das. Ich habe, wie versprochen, die Wanne zugemacht. Nein, ich singe jetzt nicht. Nein, ich singe jetzt nicht. Gut, haben wir das auch überstanden? Ihr könnt froh sein. Ich würde euch... Wir versuchen einfach mal, ob ich euch das zeigen kann, wie ich das da drin gebastelt habe. Weil viel Platz ist da nicht mehr. Runter, komm. So. Hier kommen alle Sachen an. Wie ich alle. Das sind 16 Bänder. Und zwar. Also wir gehen erstmal an die erste Stelle. Da habe ich ein bisschen zugefüttert. Nämlich das rechte Band hier. Da, oder die beiden rechten Bänder. Die sind nämlich hier unser, wie heißt das Zeug? Schwarzpulver und rauchfreies Pulver oder rauchschwaches Pulver. Das kommt von hier unten. Das ist ziemlich straightforward. Ja, also einmal hier runter. Einfach hier unten quer durch. Hier oben werden Schwerölrückstände gemacht, damit wir das andere Zeug basteln können. Hier kommt das Zeug rein. Das ist von da unten irgendwo fertig. Übers Band da hinten hoch. Dann laufen wir ein Stückchen. Und hier drüben beim nächsten einmal hoch. Zu hoch. Jetzt wird es nämlich spannend. Hier haben wir den ganzen Spaß. Wo kann ich das am besten zeigen? Ja, hier komme ich vorbei. Ja, haben wir das in zwei Ebenen gebastelt. Da komme ich hier dran vorbei. Ups. Komme ich hier dran vorbei? Nee, leider nicht. Komme ich hier zwischendurch? Ja, das komme ich. Versuchen wir mal so unser Glück. Hier unten auch mal. Perfekt. Hier unten habe ich das Ganze in der etwas größeren Halle gemacht. Mit so schön schräge hier und so. Bla, bla, bla. Um den Spaß einfach auf zwei Ebenen da reinzubringen. Ne? Einmal die Seite, einmal die Seite. Mit hier schön Bogen drumherum und dann kommt der ganze Spaß halt. Und da hinten irgendwo geht er nochmal rechts rum und dann sind wir auch wieder in unserer Halle. Und ich glaube, das ist der einfachere Weg, um hier wieder rauszukommen, weil das ist hier... Also gerade das da vorne hochkommen ist halt wirklich schwer. Ne? Also hier sind wir an der Ecke und hier kommen dann unsere ganzen Sachen runter. Da habe ich ein bisschen gebastelt, dass das auch wirklich alles so passt mit dem Quarz, mit den verschiedenen Bändern, die hier runterkommen. Also vor allem mit dem Quarz, weil das liegt halt, ja, das kam halt hier so ein bisschen schräg. Die hinteren waren einfach, da musste ich allerdings noch mal ein bisschen wieder welche wegnehmen, wieder hochsetzen. Ich glaube, hier haben wir nochmal so eine ganz spannende Sache. Hier einfach mal so ein kurzes Stück so rumsetzen musste, damit ich da auch so auskomme, wie ich auskommen wollte. So. Und damit sind wir hier durch. So, jetzt einmal hochkommen irgendwie. Nee, da lang. Ein bisschen was von einem Labyrinth mittlerweile. Hier haben wir was, da läuft was. Das ist faszinierend. Ich verliere so langsam auch den Überblick hier in dieser Anlage. Aber macht ja nichts. So, wo haben wir... Das ist die falsche Richtung. Wir gehen dahin. Wow. So, und weiter geht's. Und so sieht der ganze Block hier von außen aus. Ich habe da mal ein bisschen mit den Schrägen versucht, was zu machen. Und da auch nochmal so ein Füßchen dran. Ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber mein Gott, Ingwald ist ja immer. Da kommt der Zug wieder, der fährt schön durch den Tunnel. Das sieht ja ganz nett aus. So, schaffen wir es hier rüber?
Jo. Das ist doch schon mal gut. Jetzt habe ich mir gedacht, das Sinnvollste wäre ja, wenn ich da schon das ganze Smokeless Powder benutze, oder fast das ganze Smokeless Powder, wenn ich hingehe und hinten dran müsste ich noch 20 Stück setzen für die Rebars, die ich habe, um daraus Explosive Rebars zu machen. Das ist Quatsch, was ich erzähle, weil da müssen nämlich auch noch Steel Pipes mit rein. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Da brauche ich ja Manufaktoren dafür. Das wird ja riesig. Das wollen wir ja gar nicht. Ich will ja erstmal die Assembler wegkriegen. Dann könnte ich die Shatter Rebars. Shatter, genau. Erstens ist das Quatsch, was ich gesagt habe. Und zweitens, wir versuchen es mal mit den Stun Rebars. So. Davon brauchen wir 30. 30. Wir haben hier 7. Das heißt, es wären 4 rein, wären wieder 28. 28 wären gut. Dann muss ich aber 2 extra setzen. Pass auf. Wir machen erstmal als allererstes setzen wir uns hier drüber, über den Bereich Strom. Und den würde ich auf diese Höhe machen. So, einmal darüber. Keine Angst, ich ziehe jetzt nicht wieder halbe Folge lang. Nein. Nur Betonplatten. Sondern da mache ich jetzt einfach nur den Bereich, den wir brauchen. Und dann schauen wir mal weiter. Komme ich hier aus? Hier bin ich doch schon längst drüber. So. Und. Jo, gepasst. So, da packen wir uns den Strom drunter, setzen die Rezepte. Hatte ich die Rezepte? Ich glaube, die Rezepte habe ich ja schon reinkopiert, ne? Weil dann können wir anfangen, das erste Zeug von unten reinzuführen. Das heißt, wir setzen uns dann gleich noch die Eumels davor. Wie heißen die Eumels noch? Jo, das sieht gut aus. So. Wie genau ich den Strom hier reinführe, weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, hier drunter habe ich mir schon mal Strom hingelegt. Ich hätte zwar da die Masten, aber ich weiß nicht, ob das so schön ist. Die kann ich natürlich nicht durch die Decke laufen lassen, das weiß ich auch. Da wäre jetzt die Möglichkeit, die irgendwie hier reinzusetzen und dann da hochkommen zu lassen oder so. Das muss ich aber noch ausprobieren. Also da weiß ich noch nicht so genau. Für den Anfang mache ich das erstmal hier mit. Wobei, ich könnte für den Anfang auch erstmal hingehen und sagen, ich setze... Das dürfte passen. Das dürfte sogar sehr gut passen. Ich setze für den Anfang das erstmal so um. So, und dann sagen wir, wir hätten das gerne. Immer wieder. Wo ist denn hier eine gute Position? Okay, du hast kein Rezept, wenn ich das richtig sehe. Jo. Damn. Hätten wir die Frage auch geklärt? So, wir stehen jetzt hier drüber. Ach komm. Wir machen das Zimmer schön. Hier auf die Mitte. Ist vielleicht nicht optimal, aber dann sind die wenigstens
relativ gleich vom Abstand her. Die läuft dann aber nach hinten auseinander, wie ich gerade feststelle. Dann machen wir jetzt hier einfach mal zwei. So. Ich wollte gerade sagen, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Bahngeräusche hört, das ist, weil eine Klimaanlage läuft und draußen ist halt Verkehr und wir müssen das Fenster offen haben. Aber in dem Fall war das nicht die deutsche Bahn, sondern es war die Bahn von außen. Vom Spiel. So. Die Spielbahn. So. Wir sehen dann auch direkt, wo wir Rezepte gesetzt haben und wo nicht. Auch schon mal ganz schön. So, du kommst dahin. Fertig. Die Reihe haben wir. So. Dann gehen wir von hier aus hier rüber und machen den ganzen Spaß fallend auch hier. Du bist richtig, du bist richtig. Da drüben war alles richtig. Da ärgerte mich Windows wieder. Okay. Ein zurück. Und ich glaube, dann war der Moment, wo ich gesagt habe. Nee, einen habe ich noch. Und dann ist der Moment, wo ich sage, ich muss zwei machen. Und das halbwegs gleichmäßig ist. Dorthin. Dorthin. Da, nee, da nicht. Da ja, stimmt das? Jo, das haben wir. Sehr gut, sehr gut. Dahin, dahin. Und hier hin. Okay, damit hätten wir den Spaß schon mal da stehen. Jetzt gehen wir hin. Und geben dem Ganzen erstmal hier den Spaß. Das ziehen wir bis dahin und sagen dann dort rein. Das gleiche gilt für da. Das machen wir da auch. Zack. Und hier rein. So, einfach damit der schon mal fertig ist. Hier geht's in die Richtung. Das funktioniert nicht. Das war genau, das war die Richtung, die Nummer. Jo, ich erinnere mich. So, hier wollten. Wie mache ich das jetzt hier? Kommt ja jetzt gleich all der Spaß irgendwie. Da hinten wird er dann auf der Rückseite von dem Ding rausgehen. So nach unten. Und dann hier entlang rüberkommen. Weil ich da und da drunter den anderen Spaß mache. Das heißt, hier drunter müsste ich eigentlich, wenn ich das in der unteren Ebene halte, das kann ich nicht machen, funktioniert nicht. Doch, den kann ich laufen. Das heißt, ich mache das nämlich hier so. Wir hätten da. Dann ziehe ich den dahin und den dahin. Das sieht ein bisschen wirr aus im Moment, erstmal. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Dann ist das schon. Jetzt kann ich den nämlich hier hinpacken. Kann von da aus. Wenn ich das einen weiter zurückziehe, ist natürlich besser. Das machen wir auch. Wir reißen das alles nochmal ab. Ziehen den genau einen weiter und machen das noch mal so. Und dann von da aus gerade da rein. Hier ebenso. Weg damit.
den Kollegen. Den Kollegen. Von dort aus dahin und dahin. So, dann kommt nämlich der, der von da kommt, geht schön mittig hier hin und ich habe das Zeug hier in der Mitte. Und dann muss ich gucken, wie ich das weitermache, aber dann habe ich die drei auch zusammen. Das klingt erstmal nach einer guten Idee. Wie das gleich unten aussieht, ist eine andere Frage. Mit der beschäftige ich mich aber jetzt noch nicht, sondern erst gleich. Ich muss ja jetzt auch noch hier die ganzen Eingänge und so setzen. Da ist falsch. Das soll so und so. Das so. So. So, jetzt fangen wir an. Du kommst nämlich. Ist hier schön mittig. Ab. Du gehst da rein. Das gefällt mir so. Jetzt kümmern wir uns um den Spaß. Keine Stange mehr. Weil ich gerade, macht das Sinn, was ich mache? Oder wäre es sinnvoller, wenn ich das hochkommen lasse? Na, von unten hoch und dann immer links, rechts verteilt. Also, sprich, das wäre halt die alte. Habe ich nicht genug Stangen für? Reißen wir die nochmal ab. Wenn ich jetzt quasi hingehe und sage. Splitter, achso, wäre egal gewesen. Quasi. So, nehmen wir die beiden nochmal weg. Noch einen. Okay, den packen wir hier so rein. Dann muss der. So rumlaufen. Laufen die beiden Splitter ineinander. Das heißt, ich könnte hier hingehen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier noch einen Splitter hinsetze? Ah, okay, das kriege ich nicht so eng hin. Okay, aber ich müsste doch theoretisch jetzt. Die Idee ist prinzipiell gar nicht schlecht, aber das passt halt hier nicht. Weil ich kriege den da nicht. Ich den da nicht hoch. Ich habe wieder wunderbare Wunschspieler. So, dann holen wir uns mal eben Stangen. Ach, die Stangen habe ich verarbeitet. Die habe ich verarbeitet komplett. Verdammt. Aber da vorne habe ich genug. Was sind eigentlich für Kisten, die da stehen? Irgendwo in der Luft hängen noch Kisten. Die mache ich separat weg. Da wird eh nur Zeug drin sein, was ich jetzt gerade nicht gebrauchen kann. So, wir gucken als erstes mal hier unten in den. In den Frachtteil rein. Guck mal, da habe ich schon mal ein paar. Das reicht aber nicht. Aber die können wir auch schon mal mitnehmen. Die können wir sortieren. So. Wie sieht's denn hier aus? Auch nicht. Da haben wir. Oh. Da nicht. Oh, da könnte ich aber das hier mal mitnehmen. Dann kann man vielleicht da schon mal was einlagern. Auch nicht. Na, das ist doch schon. Das war ungünstig. Ach, das kriegen wir gleich hin. So, du bist leer. Du bist leer. Du bist leer. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Das ist sehr chaotisch, dieses System hier. Muss ich sagen. Dann haben wir hier. Die nehmen wir mit. Das Zeug brauchen wir nicht, aber das können wir mitnehmen. Ah, ist doch schon mal ganz gut. Langsam kommen wir da auch auf ein bisschen mehr. Oh, da ist noch was. Da. Auf jeden Fall noch Eisenplatten. Ganz normale, stimmt, normale Eisenplatten. So. Damit kommen wir erstmal ein Stückchen weiter. Schauen wir mal, was wir noch so haben.
Dann haben wir das da schon mal so weit leuchten. Das ist doch gut. So. Machen wir als erstes, wenn wir schon hier sind, die Kollegen davor. Immerhin nicht irgendwie in den Apparello reingepackt. Das ist schon mal gut. So, dann hier hin. Das wird auf jeden Fall eine spannende Schicht unten drunter. Ich bin jetzt selber gespannt, wie das da unten aussieht. Und da, da, da und dann geht's einmal darüber, weil hier müssen wir die Dinger auch noch hinsetzen. Zack, zack. Ich hatte ja so grundsätzlich den Plan, die halt quasi zwischen den Bahnen, also da, wo jetzt der eine Kram runterkommt, eigentlich, ist glaube ich ganz doof, was ich da vorhabe. Ich will hier drunter und da drunter, weil das heißt, die Reihe habe ich frei, aber da kommt das rüber. Wie gesagt, das wird spannend, wie ich das hinkriege. Aber ich habe so eine Ahnung, wie ich das machen kann. Zack, rein. Hätte ja auch klappen können. Aber nee. Der weigert sich so zu bleiben, wie ich den gerne hätte. Dann muss ich sie halt alle immer drehen. So. Und das haben wir. Okay. Das ist wieder so eine Arbeit, wie jemand, der Fallaum oder erschlagen hat. Nein, das war kein Geständnis, die beiden leben noch. Die dürfen auch noch länger. Zumindest würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn sie es täten. So. Die Reihe haben wir auch fast. Dann ist nur noch die letzte Reihe hinten. Und dann haben wir auch den hier schon geschafft. Also in der Mitte kann ich mir den Platz auf jeden Fall offen halten, indem ich die immer nur aus der Decke rausgucken lasse. Das geht relativ zügig, weil das Band von den anderen Seiten kann da ja ruhig schräg hochlaufen. Das hätten wir. Okay. Dann schauen wir uns den Spaß doch mal von unten an. Das heißt, wo haben wir es denn relativ mittig? Die hängen. Was ist der?
Die hängen hier in diesen Quadranten und dann mittig. Wie hängen die hier? Die sind da ganz dran. Ich würde jetzt sagen, es stimmt nicht ganz, aber hier die Mitte ist doch eine relativ gute Mitte, oder? So, wenn ich jetzt hingehe, da kommt das an. Der Schwarzpulver könnte ich am besten, oder in dem Fall Smokeless Pulver, ne? Ja, Smokeless Powder könnte ich am besten von hier aus reinleiten, von dieser Seite. Und Kupferblech, da könnte ich das untere nehmen. Kann ich das Kupferblech gut von der anderen Seite leiten? Ist da die Frage. Okay, kriegen wir hin. Erstmal muss ich jetzt sowieso hingehen und, nee, nicht Fusionatoren, Splitter. So, du wirst von hier aus reingeleitet. Das dürfte dem Punkt hier entsprechen, oder? Ja, okay, das ist schon mal gut. Ich leite die beide von der Seite rein. Das heißt, ich mache das jetzt so, dann muss ich ein Stückchen weggehen. Hier, hier. Ein bisschen frei. Da, da. Für den zweiten setze ich nach oben. Setze ich den ersten oder den zweiten nach oben? Ich müsste die kreuzen, wenn ich... naja, muss ich nicht unbedingt, aber... Okay, ich setze den zweiten hoch. Glaube ich, immer noch die bessere Variante. Dann ist halt die Frage, hier kommt der Spaß raus. Das ist jetzt auch das, was ich als erstes fertig mache, den Ausgang. Denn der Kollege soll hier runterkommen und sich dann hier vorne mit den Kollegen treffen. Und das erreichen wir am besten, wenn wir sagen, wo ist das? Dort. Ich packe ich mal eben hier hin. Sollte eigentlich ganz gut gehen. So. Da. Da. Ich habe keine Aluminiumplatten mehr. Was ist das denn? Und wieder zurück. Eieieiei. Und baba. Nicht, dass ich dafür immer davon immer Tausende habe normalerweise in der Tasche, aber nö, diesmal nicht. Ach ja. Wo ist das Leben, ne? Immer auf der Jagd nach irgendwelchen Aluminiumplatten. So, jetzt kann ich den gerade mal rauslegen. Mal gucken. Dich kann ich rauslegen, dich kann ich rauslegen. Und dich kann ich rauslegen. Beton habe ich auch kaum noch. Weißt du, da werde ich das nächstes hinfliegen. Egal. So. Und damit hätten wir das schon. Wenn ich die zwei wegmache, kann ich mir noch einen. So. Ist ja eigentlich ganz... trotzdem noch ganz schick. Da unten ist ein Weg da nach da. Da unten ist ein Weg darunter. Genau. Es ist nicht verkehrt, aber es ist auch irgendwie komisch ausgedrückt, oder? Wir müssen auch mal mit der Motte da fliegen, weil andere kennen wir ja schon. Ach komm. Was erzähle ich euch denn, während der wieder 7 Minuten lang einen Autosave macht? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich
Ich habe hier nebenbei, achso, falls ihr euch fragt, warum, der hat doch jetzt die Stachel gemacht und warum macht er jetzt als erstes die Ammo und überhaupt? Ja, das ist ganz einfach. Das Berechnungstool sagt mir, also hat von oben nach unten entschieden, als erstes mach mal Reifel-Ammo. Und da ich mich kenne und weiß, ich vergesse wieder die Hälfte, wenn ich das nicht organisiert irgendwie angehe, habe ich mir gedacht, wenn das Ding sagt, hey, das erste ist Rifle-Ammo, dann mache ich das als erstes Rifle-Ammo. Das ist eine gute Idee. So. Haben wir das auch geklärt. Jetzt wollte ich eben wenigstens die hier alle auf die gleiche Länge bringen. Dann hätten wir hier Rifle-Ammo. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen hier einen Scooter haben, der soll genauso funktionieren wie die anderen, aber immer der zweite. So. Die sitzen nur so schön da drauf. Und da brauchen wir schon nicht mehr. Ich würde jetzt auch hingehen. Wie mache ich das denn am besten? Wenn ich den Kram hier nehme. Wir fangen an mit den Stützen. Erstens. Eine Stütze muss dorthin. Dann brauchen wir hier ist Mitte. Da könnten wir das um die Ecke. Da würde ich halt den Kram hinleiten. Oder leite ich den leite ich runter. Genau. Dann ziehen wir nämlich. Ob wir das hinkriegen. Wir haben von der Mitte 2. Sind wir hier, aber das ist nicht gleich mit dem. Das macht aber nichts, weil den können wir jetzt nehmen und können den hier einen rüberziehen. Das wir auch tun werden. So, jetzt hätten wir den nämlich. Also da ist er auf gleicher Höhe. 2 zurück. Passt. Dementsprechend. Der obere Spaß. Hier rum. Da rein. Der untere Spaß geht dahin. So. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen. Was wollen wir denn? Wenn ich den nehme, wäre das besser, den hier zu nehmen und quasi hier runterzusetzen? Ja, also eigentlich so, aber das klappt nicht. Wie machen wir den? Also. Wir ziehen dich dahin. Gehen mit dir hier rüber. Dahin wollen wir dich gar nicht. Wenn wir noch einen weitergehen, wir ziehen den mal hier hin. Und sagen, von hier aus gehen wir bitte hier vor. Nein, zack, zack, zack. Und sind genau hier. Dann können wir das da hinsetzen. Dann machen wir den Kollegen weg. Machen den Kollegen weg und haben damit den Anschluss. Du hingegen machst jetzt bitte einen auf hier rüber und einen auf darüber. Das ziehen wir auch erstmal, ne, den lassen wir noch, aber den ziehen wir schon mal hier hin und ziehen ihn dann von da aus elegant dorthin oder machen wir das kürzer mit dem runter? Wenn ich das. Pass auf. Das machen wir elegant kürzer. Das machen wir so. Und dann da dran. So. Dann ist das nicht ganz so extrem alles. Bitte komplett rüber. Und hier die ziehen wir einfach so stumpf hoch. Das ist hier der Plan.
Den würde ich jetzt auch erstmal oben rum durchziehen. Dann machen wir unten die Teile weg. Genau, und dann reicht auch ein Band, weil am Ende kommt ein bisschen was raus. Das ist ja auch der größte Output, den wir hier haben. So. Du kannst weg. Du kannst weg. Du. 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 Und du. Wupp. Weg. Jetzt geht der Spaß. Von da nach da. Lass ich das jetzt erstmal schon so halb voll laufen? Oder wie mache ich das am besten? Ich glaube, erstmal, so, jetzt sind wir hier. Komme ich hier dran vorbei? Nein, ich würde genau durchgehen. Ja, super. Das hat ja schon mal vom Plan her super geklappt. Nehmen wir jetzt Folgendes. Wir setzen den Kollegen hier hin. Gehen dann hin und sagen, auf dieser Höhe hätten wir gerne wieder zwei, weil dann läuft der Spaß dahin und dort hoch. Wohingegen der Spaß hier hin läuft und dort. So, damit haben wir das. Das ist alles verbunden. Es fehlt nur noch dahin. Ich kann das eigentlich da schon mal anschließen. Das ist gar nicht so doof. Machen wir das doch. Zack. Rein da. Du. Rein da. Und Attacke. Alle schon mal bis zum Ende. Wunderbar. So. Wir sind hier. Jetzt müssen wir uns überlegen. Wie viel haben wir denn? Wir haben eine komplette freigelassen dazwischen. Das trifft es ja auch hier perfekt. Jetzt geht der Spaß nämlich von hier aus da rein. Zeit. Zeit sagt, passt. So, wir schnappen uns den Kollegen. Sagen dann, eine komplette lassen wir frei, nehmen hier die Mitte. Und dann wollen wir hier den Punkt haben, wo es wieder reingeht. Und wir setzen wieder zwei hintereinander. So, dann ist ein bisschen frei. Zwei hintereinander. Ein bisschen frei. Und so weiter. So. Ja, wir kennen das ja, Überlaufprinzip, alles dauert ein bisschen, läuft dann langsam voll. Wenn die Apparellos einmal komplett voll sind, können wir irgendwann einen Abfluss machen. Und wenn der Abfluss da ist, dann ja, haben wir alles. So, den Rückweg machen wir jetzt so. Da gehen wir, ist ja schön, auf die, ne, immer die gleichen haben. Machen wir das so. Nun gehen wir hin und sagen, wir hätten gerne, habe ich die jetzt nicht mittig gesetzt. Muss man ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich denn die hier auseinander. Hier ist relativ nah, da ist relativ weit. Ja, war super Plan. Egal. Passt schon. Ist nicht hundertprozentig gleichmäßig, aber was soll's. So, dann haben wir gesagt, gehen wir hier hin. Genau, und zwar auf diesen Kollegen hier. Machen den 2 hoch. Dafür haben wir hier den Kollegen, der dorthin geht. Den Kollegen, der von dort aus dorthin geht und da rein. Den Eumel ziehen wir hier hin. Den Eumel ziehen wir dahin. Und schon geht der Spaß. Das hier war Quatsch. So, schon geht der Spaß wieder los. Hier rüber. Wir machen erst oben den fertig. Dann ziehen wir unten nach. Ja, komm. Unten müssen wir erst wieder austauschen, beziehungsweise wegmachen. Du weg, du weg,
du, du, du und du. Jetzt können wir hingehen und sagen, wir hätten das gerne von dort. Und der Spaß läuft durch. Sehr gut. Dann kommen jetzt hier. Wunderbar. So haben wir hier nämlich überall. Egal wo. Immer Platz für Bänder, die unten lang laufen. Weil das geht jetzt schön schräg da hoch. Sag mir, dass du jetzt nett bist. Nein, bist du nicht. Naja. Was soll's. Dafür wird die andere Seite auch nicht nett zu mir sein. Dann ist ja alles gut. So, den da noch dran. Dahin. Und da, dann haben wir die Richtung schon mal fertig. Die gehen dafür schnell, das ist doch auch schön. Wenigstens etwas. Mindestens einer. Immer mindestens einer, den ich falsch setze. Jetzt gucke ich mir das Ding nochmal von vorne geht runter, hinten geht hoch. Vorne geht runter. Okay. Vielleicht kann man doch was erkennen. Das sind aber sehr feine Details, auf die man achten muss. Das heißt, beim nächsten Mal gucken wir uns die von oben an, weil ich die eh meistens von oben setze. Das habe ich doch bis dahin vergessen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Vielleicht kann ich euch ja sogar mal was bieten, wo ihr was lernt. Oder wo wir alle was lernen. Wie auch immer. So, jetzt möchte ich aber am Ende der Reihe anfangen. Das heißt, wir gehen hin und ziehen unser Bändchen. Da hoch, da hoch. Dort hoch, dort hoch. Das läuft schön da rein. Da hoch, da hoch. Hier drunter habe ich nämlich immer noch Platz, um irgendwelche Bänder zu verlegen, wenn ich es mal brauche. Hier ist schön nach und nach da rein. Da hinten, die stehen schon an, was mir sehr gut gefällt. Das ist natürlich nicht optimal. Das wird jetzt auch nicht perfekt laufen, aber wir haben schon mal Gewehrmunition. Dann stellen wir uns jetzt gleich. Da habe ich ja extra Zeug mitgenommen. Stellen wir uns alles Mögliche schon mal hin, um das in Container zu packen. Stellen wir uns. Haben wir drei Bänder. Stellen wir drei Container hin. Jedes Band im eigenen rein. Dann haben wir den Spaß. So. Die Seite haben wir damit fertig. Heißt, auch auf zwei Bändern dürfte schon was liegen. Oder? Jetzt schnappen wir uns die Seite. Da diesmal gehe ich hin und mache erstmal hier
die Seite fertig und dann gehe ich zurück und mache die andere. Und wenn ich das so mache, dann ist das sogar etwas einfacher. Das Gute daran ist, wenn das nachher alles optimal läuft, sollten hinten auch, Moment, 200 215 überbleiben. 220, Entschuldigung. Wenn diese 220 überbleiben von meinem Schwarz, hier, Smokeless Powder. Damit, was machen wir eigentlich damit? Genau, die Explosive Rebars machen wir damit. Und wir brauchen 5 pro Minute für Nukes. Also, Nukes habe ich allein, weil die halt allen möglichen Shit noch brauchen, den ich noch nicht habe und der halt unfassbar teuer ist. Die brauchen halt AI-Limiter und ja, Encased Uranium Cells. Deswegen mache ich da nur eine alle 2 Minuten oder eine halbe pro Minute, wie auch immer. Aber das ist wenigstens schon mal etwas. So, das geht jetzt so langsam da rein. Guck mal, der da vorne ist voll. Das ist schon mal ganz gut. Unten ballert das schön durch, damit überall was reinkommt. Das ist gut. Hier kommt auch durchgehend was an. Das heißt, die komplette Produktion geht gerade hier rein. Ich könnte eigentlich das, was jetzt noch im Bahnhof hängt, auch mit auf die Leitung legen, damit das hier schneller voll geht, weil dann wird halt der Bahnhof leer, den sich ja eh leer machen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Machen wir jetzt zusammen. Die Zeit? Nee, die Zeit sagt, wir machen eben was anderes. So, wir gucken jetzt uns einmal diese Löcher genau an. So. Wenn ich mich mal hier hinstelle. Also, wir haben. Jetzt ist es auch schön auf die Mitte. Wir haben den Pfeil hinten, der runtergeht und vorne, der hochgeht. Und auf dieser Seite ist das genauso. Ja? Also, hinten runter, vorne hoch. Wenn ich jetzt einen Lift draufsetze und einrasten lasse, zeigt er in die Richtung, wo. Moment. Wo es runtergeht. Obwohl ich den hochlaufen lassen würde. Wenn ich ihn umdrehe, ebenfalls. Okay. Das heißt, wenn ich die in die Richtung haben will, muss ich den Runterpfeil nach an die Apparellos haben. Wenn ich den jetzt hier nebensetze und einmal drehe, dann ist das genau andersrum. Wenn ich den jetzt da drauf setze, kommt der hier rüber. So, nach wie viel tausend Stunden habe ich das jetzt herausgefunden? Herzlichen Glückwunsch. Falls euch das was weitergebracht hat, wir wissen jetzt, der Runterpfeil, da wo der ist, da falle ich auch runter. So war das hier nicht geplant, aber mein Gott. Geht doch. So, ich wollte eben das Zeug aus dem einen Bahnhof da reinlaufen lassen. Das kriegen wir doch hin. Das sollte doch jetzt nicht so ein Problem sein, oder? Wie machen wir es denn am besten? Ja, das gilt nachher auch hier für Schwarzpulver. Da ist zum Beispiel. Was ist da drin? Nein. Hier ist jede Menge Schwarzpulver drin. Hier sind die ganzen Container. Aber im Moment, wir wollen uns erstmal um Smokeless Powder kümmern. Das. So, haben wir jetzt gelernt, ne? Runterpfeil hätten wir gerne. Wenn ich nämlich jetzt ansetze, habe ich es genau falsch rum. Habe ich super gelernt, ne? Da, wo der runter. Nochmal. Wenn ich den jetzt umdrehe, da geht jetzt der Pfeil hoch. Vielleicht habe ich es doch nicht gelernt. Ich bin mir jetzt schon wieder unsicher.
Ist das herrlich. So, du warst der Falsche. Dann gehen wir hin und sagen, wir hätten gerne einen Fusionator irgendwo hier unten drauf. Und dort geht dann von da aus der Kollege so hin und macht einmal hier mit einem Band. Bam. Das war der Eingang für das andere Zeug. Okay. So, den haben wir schon mal. Dann läuft da drauf. Geht das da hinten ein bisschen schneller voll? Perfekt. So, du hier hingegen. Dich haben wir hier hinten. Und du. Ich versuche das einfach mal. Runter ist der hintere. Geht das hier? Ich will man euch einmal was bieten, was auch einen Mehrwert hat. Alles, was ihr kriegt, ist Nährwert. Ja, dieses wunderschöne Wortspiel wird euch präsentiert von Svennes Factory. Svennes Factory. Wortspiele im laufenden Band. Kurve des Förderbands ist zurück. So. Dahin, dann geht das da drauf. Fertig. Dann hätten wir nämlich den Spaß nachher auch leer. Und weil ich da noch für sorgen muss, jetzt eigentlich, weil. Der hier läuft leer, aber der nicht. Das heißt, ich muss den noch nehmen. Und dort oben reinlaufen lassen, genauso wie den. Den ich. Ups. Genauso wie. Den, den ich da oben rollen laufen lassen muss. Sonst funktioniert das alles nicht, was ich mir da ausgedacht habe. So. Schön. Das kann weg. Das kann weg. Überhaupt dieses und jenes. Räumen wir hier oben mal ein bisschen auf, weil das brauchen wir alles gerade noch nicht. So. Du weg. Mehr als einen brauche ich eh nicht. Passt schon. Ja, das heißt, wir produzieren da drüben Munition. Die wir jetzt noch eben. So spät. Gehen wir noch schnell darüber. Packen die eben den Container, wie versprochen. Hab ich gedacht, da kann ich mal was ausfinden. Oder ich habe. Ja, ich will nicht auf den kurzen Weg, egal. Ich gucke da nochmal nach. Also, die Diskussion, ich bin da noch nicht mit fertig, Jungs. Nee. Also, ich lässt mich hier nicht verarschen, ne? Ich möchte mich auch hiermit bei allen Berlinern entschuldigen, dass ich das mal wieder versucht habe. Ich weiß, ich kann das. So. Wir nehmen jetzt einmal eins. Zack, das dürfte das mittlere Band sein, richtig? Dann kommt einer hier hin und einer. Nein. Dahin. Wir schnappen uns ein Förderband. Eins von da dahin, eins von da geradeaus und eins von da dahin. Und der Spaß läuft wunderbar zügig. Da rein. Und schon haben wir Gewehrmunition. Und zwar noch und nöcher. Jetzt gucken wir uns das nochmal oben an. Und dann lasse ich euch auch gehen. Also ihr könnt auch vorher gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Oder? So, das läuft hier wunderbar raus.
nicht so schnell, wie es sollte, wahrscheinlich. Aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall arbeitet hier alles, bis auf der. Der arbeitet nicht, weil da läuft nicht schnell genug raus. Weil er ist am Ende der Leitung und hier läuft auch, na, guck mal. Da ist das Problem. Ihr lauft hier schön raus, kommt hier zusammen. Wahrscheinlich, die müssen erst leer laufen, damit die Dente auch leer laufen können. Wunderbar. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Häfchen.